Hi, hier ist Norman. Ich möchte euch zeigen, wie ich Rettichsprossen herstelle. Rettichsprossen sind sehr lecker und schmecken auch angenehm scharf. Es ist wichtig, dass wir halt Sprossen verzehren, die wir auch mögen, um sie auf Dauer zu verzehren. Auch ist es wesentlich einfacher, wenn wir Sprossen verzehren, die keine Keimdauer von mehreren Wochen oder gar Monaten benötigen. Wie Rettichsprossen benötigen eine Keimdauer von wenigen Tagen und schon können wir sie so zum Würzen benutzen. Alles, was wir dazu benötigen, ist eine Keimschale wie diese hier, eine Schüssel zum Einweichen für diese Rettichsamen, und diese Samen keimen auch sehr problemlos. Diese Rettichsamen keimen ähnlich wie diese Radieschensamen. Radieschen gehören auch zu den Rettichen. Und beide müssen auch nicht unbedingt vorher eingeweicht werden, da sie trotzdem noch problemlos keimen. Also wir können die Samen direkt in diese Keimschale legen und dann zweimal täglich wenigstens durchspülen. Schon am ersten Keimtag sind überall kleine Keimfortsätze sichtbar an den Rettichsamen. Und schon am zweiten Tag keimen die Rettichsamen wie verrückt. Und was hier so flauschig aussieht, das ist kein Schimmel, sondern nur die Faserwurzel. Die oberste Schale ist schon richtig grün geworden. Die anderen Schalen sind eher gelblich. Ich achte bei den Keimschalen immer darauf, dass die Abflüsse frei bleiben und schiebe dann Samen, die sich in den Abfluss verheddern, etwas zur Seite. Der Deckel ist jetzt vollkommen überflüssig geworden, da die Sprossen ihn sowieso schon nach oben drücken. Ich züchte solche schnell wachsenden Grünkräuter gerne in solchen Keimschalen. In solchen Keimgläsern verheddern sich nur die Wurzeln und die Blätter und es kommt schnell zu Schimmel. Und Erde oder hier diese Kokosmatten werden auch vollkommen übertrieben, da diese Sprossen sehr schnell wachsen. Nach 5 Tagen sind die Rettichsprossen auf jeden Fall verzehrbar und jetzt sind sie auch schon so fest am Boden, dass wir das Durchspülwasser einfach so auskippen können, ohne dass sie herausfallen. Es ist auch wirklich sehr wichtig, dass kein Wasser in diesen Keimschalen stehen bleibt. Deshalb muss der Abfluss immer frei sein. Ich stelle diese Keimschalen auch immer etwas schräg zum Abfluss hin, sodass wirklich kein Wasser stehen bleibt und es keinen Schimmel gibt. Zwischen den grünen Rettichsprossen haben sich noch 2 andere Keimsaaten dazugesellt. Es handelt sich hier wohl um Radieschensprossen, die ähnlich wie Rettichsprossen wachsen und schmecken. Im automatischen Keimkasten wachsen die Rettichsprossen noch viel schneller, da sie optimal befeuchtet und belüftet werden. Ich fülle einfach nur destilliertes Wasser in diesen Automaten. Da das Wasser halt auch sehr lange stehen bleibt, eignet sich destilliertes Wasser besser, auch zur Reinigung.